Bro, was ist los? Was ist los? Ich werde verfolgt, obwohl ich einen Bambi noch nicht habe, Mann. In dem Sinne, herzlich willkommen natürlich zu Daisy hier mal wieder. Und ja, zwar 19 Uhr nicht nur Daisy, am Donnerstag. So ist es natürlich hier am Donnerstag. Oh, wahrscheinlich mal wieder auf dem asozialen, richtig hart asozialen Server. Komm, lauf. Ich komm. Achso, du siehst ja auch, wo ich bin. Scheiße, wieso? Werde ich auch noch beschossen? Oder gehen die Schüsse woanders hin? Jetzt jammer doch nicht. Wie kann man denn so schlecht sein in diesem Game, Mann? Geh doch wieder COD spielen, du Lappen, Mann. Komm, Relife, dann weißt du, was Bescheid ist, Alter. Komm, let's go. Okay, alles klar. Ich warte hier im Busch auf euch und dann springe ich gleich so raus oder so, weißt du? Oh, ja, ich lock ihn so rein und du stichst ihn ab, okay? Ja, ich stech ihn ab. Er nimmt auf mich ab. Geh weg! Der hat eine Waffe? Ja! Ja, dann bleibe ich im Busch, Alter. Komm, let's go. Lass beide hinpushen. Echt? Ja. Hab ich ein Messer? Okay. Ja, hast du. Halt Kami-Spawn kriegen wir schnell wieder. So. Da, er rennt. Was ist das für ein Lappen, Alter? Hey, Bro. Hey, also, what's up? Leute, verstehe ich in diesem Game nicht. Was haben die für einen Sinn davon? Hey, Dude. What's up, man? Wie kann man so man? Schlecht sein in diesem Game? Ich verstehe das nicht. Einfach nur Loser. Warum rennt er jetzt weg? Weil er Angst hat, weil das eine Pussy ist. Hello. Hey, also, can you talk, Bro? Wie er jetzt wegrennt? Hallo? Ist halt ein Versager, Digga. Kann man nichts machen. Wahrscheinlich, Digga. Er will auch nicht reden. Aber er müsste mich eigentlich hören. Ich habe jetzt nicht so einen Helm mit Visier, sondern eigentlich dürfte das kein Problem sein, hier in der Daisy Standalone durch diesen Helm problemlos zu reden. Was denn? Vielleicht hat er keinen Schuss mehr und es haut er ab, weil er nichts kann halt. Ah, scheiße, ja, das Digga. Das ist doch das, ja, der nur nach 15 Daisy-Spieler halt. Oh mein Gott. Die nichts anderes können, genau. Das ist doch die Schiene ist das doch, oder? Ja, ja, die Schiene ist es. Okay, deshalb läuft sie natürlich auch näher an den Schienen als ich. Hallo? Ja, ich verfolge, ganz ehrlich. We don't want to kill you, man. Ich töten. Nein. Ja, würde ich auch sagen. Ja, ich komme dir hinterher. Ich bin jetzt zwar nur noch gelb, aber... Hallo? Hey, what's up? Oder redet er mit dir? Nee, noch nicht. Hello? Oh, warte, hey, who are you, bro? Good, where are you from? What's your name? I'm from Belgium. Oh, cool, I'm John. Halt ihn auf. You need anything? Kram mir das Messer in ins Genick, okay? Have you Lex? Oh, yeah. Have you... Bin da, ich kill ihn jetzt. Oh mein Gott. Was für ein Loser, Alter. Gott, ja, nächste Station Cherno, Bro. Hier ist, glaube ich, schon der nächste Kollege. Hello. Ja, hey, what's up, buddy? Hello, man, we are friendly. You friendly? Oh, yeah. Oh, wait, nice. You're German? What's your name? Ja, wir sind Deutsch, Mann. Ja, GG. Ja, Max ist mein Name. Hi, Max. Alter, sind hier alle asozial auf dem Server. Das ist das Schlimmste überhaupt. Kranker Scheiß dabei. War alle töten, oder? Und du, bist du friendly oder rastest du gleich auch aus? Nö, ich eigentlich suche ich sogar ein Team. Beziehungsweise ein bisschen PvP, ein bisschen Loot. Ach so, ja dann. Hast du hier schon gelootet? Ja. Ach so. Ja, hier ist schon gelootet worden, cool. Hier finden wir nichts mehr. Lass mal in die Stadt gehen. Ach, fuck. Ja, nice, haben Grüße gehen raus an Max hier. Guter Server doch jetzt noch, wenn er vorliegt. Ja, also. Ein richtig guter Server auf jeden Fall. Zurück auf den asozialsten Server in Chernobyl, by the way, Leute, ne? Haben wir schon erwähnt, glaube ich? Ja. Okay, Trump's Wall. Ja, Trump's Wall, natürlich. Hier am Donnerstag, 19 Uhr, Leute. Grüße gehen natürlich auch raus an Donald hier. So. Natürlich, und an Max, da vorne ist ein Laich, an diesem Grashalm. Ja, gut. In der Standalone kann man das natürlich mal verwechseln hier. Wo ist Max? Weiß ich nicht. Max? Achso. Max? Ja, Max, was los da? Wir sind. Was Content. Ist denn los mit dir? Achso. Ja, das war Max, liebe Leute. Das war in dem Max. Sinne würde ich sagen, viele Grüße, frohe Weihnachten hier auch an Max an der Stelle. Und wir gehen mal weiter nach Cherno, oder? Hier gehen wir Richtung rein in Cherno, da sind noch mehr Leichen, alles zerschnitten hier, ja. Oder was? Hier sind die Menschen natürlich auch schon in Kleinteilen am Boden. Gut, daraus bestehen wir alle. Und in dem Sinne, Bro, würde ich sagen, bis gleich, oder? Achso, na klar. Nice, perfekt. Liebe Leute, kleines Update hier, neue Map natürlich, Bro. Wie heißt die Stadt hier? Das ist Chernobyl, liebe Leute. Falls ihr das noch oh, nicht kennt. Oh, krass, ihr könnt Mann. Ich würde gerne mal Tutorials machen, auch von dem Game, wenn ihr mögt. Ja, wie man hier auf. Vor allem an die Neulinge. Also genau, sorry. Wie man hier in Chernobyl spawnt. Denn mittlerweile spielt natürlich jeder Livonia. Achso. Achso, ne, denke ich nicht. Ich glaube nicht. Hier ist noch eine Leiche. Nee, ne? Das ist noch eine Leiche.
Das ist unglaublich, ne, hier auf dem Server. Gut, wie wir es natürlich erwartet haben, hier auf dem asozialsten Server liegen natürlich überall Leichen und natürlich auch Leichenteile hier. Na gut, der hat sich umgebracht tatsächlich hier. Ja. Aber der nicht wahrscheinlich. Falls ihr einen Fix habt, wie man das hinkriegt, dass man wieder Sachen ins Inventar ziehen kann, sag's doch mal einfach. Und es natürlich, gibt keinen Fix, ja, jetzt ne? Nicht über diese scheiß Handmethode, jetzt mal ehrlich. Das ist aber der aktuelle Bug. Das ist Bohemia bekannt. Alles in die Hand nehmen muss. Ja. Ja. Das ist Bohemia natürlich bekannt, aber dass es dafür einen Fix gibt, ja. Ja, 1.06 natürlich nicht vorhanden gewesen, dementsprechend leider noch drin, ne? Oh, ein Dosenöffner. So. Spiel durchgespielt, Leute. Wir können DayZ 19 nur beenden jetzt. Ja. Ah, ich kann sie in die Hand nehmen. Früher okay, natürlich nee. Hier der Endgame-Content, der Dosen öffnet. Nee, wir müssen weitermachen. Hallo, hey, Friend. Achso. Dosenöffner konnte nicht aufgenommen werden. Konnte nicht aufgenommen werden? Friend. Nee, liegt da noch. Scheiße. Au! Ja, Bro, das tut mir natürlich ein bisschen leid, muss ich sagen, dass da jetzt was schief gegangen ist, nämlich hier, dass du das Messer ins Gesicht bekommen hast. Aber das kann ja, natürlich ja, sein hier in der DayZ Standalone. Siehst du, das ist nur die Faust zum Digga. Beispiel, das tut nicht so weh. Achso, jetzt musst du nochmal verbinden. Ja, das geht voll langsam, der 1.06. Oh mein Gott, ey. Ne, ich bin grau, Digga, danke. Oh ja, du. Du bist so unlustig, Bro. Du, hey, du, Alter, du bist so unlustig. Das ist Survival-Game, Alter. Ja, gönn genau. Dir doch mal ein bisschen Spannung hier, mir das überlebt. Komm mir nicht zu nahe, ich messer dich. Yo! Alter, was, wie bist du denn drauf? Rache als Motiv oder was? Mit was schlägst du mich? Mit dem Dosenöffner? In den Nacken oder? Ich blute. Ich blute. Digga. Ich bin so unlustig, Digga. Digga, das ist die letzte Folge, ich schwör's dir. So. Ich kill dich, Alter. Das war's. Nee, wir sind nicht quitt. Doch, wir sind sowas von quitt. Nee, du handelst aus Rache heraus. Das ist ein niederes Motiv. Natürlich, ich bin ein Wikinger. Ich muss mich rächen. Verpiss dich, ich bin fast fertig. Verpiss dich. Ich hab nur zweimal gemacht. Oh. Ehre habe ich. Wahrscheinlich, ja, Ehre. Nur zweimal. Richtige Ehre, Digga. Jemanden zu schlagen, der sich verbinde, halt's Maul. Das stimmt nicht. Doch, wahrscheinlich halt's Maul, oder? Der Ton wird immer wieder schärfer in der DayZ Standalone. Aber ist ganz normal in der DayZ Standalone. Und hier rechts in der Kirche beobachten uns ein Zombie, der macht mich übelst aggressiv. Man wollen wir den schnell ja. Boxen oder was? Let's go. Den besiegen wir zusammen einfach als Zeichen unserer Bruderschaft hier. Oh, ich halte wieder Verein natürlich. Dich. Nice, Bro. Das ist natürlich wieder Top-Teamwork hier, dass ich alles alleine machen muss. Jo, 3 Stück. RIP. Sorry. RIP, einfach nur RIP. Wo kommen die denn auf einmal her? Alter? Weiß ich nicht. Da war nur einer in der Ecke. Haltet Alter. Doch nicht an, bevor ihr bei mir seid. Nee, lass mal, krieg ich schon alleine hin. Das ist okay. Was ist lustig? Weiß ich nicht. Wollen wir mal weiter irgendwie ziehen oder noch Balota oder sowas? Vielleicht finden wir da noch was. Ja, keine Ahnung. Wie sind jetzt hier in Tschern oder Balota Military oder was? Ja, nur schnell oder als Abschluss oder was? Oder noch zwei. Hast du noch einen Gag am Start noch in Tscherno hier? Ja, aber jetzt nicht so spontan, muss ich jetzt raussuchen. Echt? Ja, unsere Gags sind natürlich nicht irgendwelche, sondern die werden natürlich knallhart ausgesiebt und selektiert. Da würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut und lesen gleich Gag vor in Balota, auf oder? Auf jeden Fall machen wir hier, nice. Nice. Liebe Leute, kleines Update. Willst du mal ein Update geben hier, Bro? Ja, nice. Wir sind ja im Balota Airstrip angekommen, Leute. Und versuchen jetzt hier ein bisschen Content zu produzieren. Achso, ich steck fest. Ja. Nice, gutes Game. So, dementsprechend nice. Dementsprechend nice wahrscheinlich, oder? Gib noch Netz. Was? Netz. Normal. Gib mir noch Netz. Ja. Ich wollte gerade sagen, hier sieht man das Balota Airfield so in seiner ursprünglichen Form und es stimmt natürlich nicht, denn auch das ist natürlich hier schon. Gehen wir Boote, können wir gehen. Gemodet. Und insofern, ich kann wieder nichts rübernehmen. Und ich will alles haben. Ist alles verbuggt, glaube ich gerade. Oh, Bohemia. Oh, nee. Es ist alles. Ich wollte vorhin auch essen, Luther, du kannst sie nicht mehr nehmen. Genau wie der Dosenöffner. Lass mal zur Baracke gehen, oder? Scheiße, hier schwebt Loot in der Luft, Mann. Auch echt? Dieses Phänomen, liebe Leute, auch nur in der DayZ Standalone möglich. Wieso schwebt da? Oh shit, da schwebt echt Loot. Stand hier nicht vielleicht mal eine Polizei? Und kann es sein, dass deshalb der Loot da noch liegt? Das kann ich mir gut vorstellen, denn in der DayZ Standalone ist das natürlich möglich. Kann man auch nicht einsammeln, oder? Nee. Nee, Quatsch. Was ist das da? Das sind Zombies, okay. Und hier ist auch ein Zelt auf dem Zelt drauf, natürlich hier im Trump's Wall. Natürlich. Ist es gang und gäbe. Ja gut, aber das ist natürlich allen Menschen klar, dass man Zelte immer in einen befestigten Boden
platzieren muss. Genau, die Präposition ist natürlich jetzt nicht so genau. Aber gut, dann haben wir auch mal wieder hier ein bisschen Präpositionen reflektiert, Bro. Alter, in dem Sinne. Was für ein Ding? Was, Sweater? Was für ein Ding? Oh, kennst du das nicht? Präpositionen? Hat das jetzt jemand verstanden? Eins in Chat. Ja. Achso. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was eine Präposition ist. Die Präposition mit Präpronomen, achso. Dann könnt ihr in den Kommentaren noch ein bisschen was lernen und dafür machen wir es ja auch im Grunde, dass man sich hier weiterentwickeln kann. Genau, aber nicht googeln, Leute, nicht googeln, das wäre unfair. Nee, nicht heimlich googeln, das nicht muss googlen, schon das aus dem schon, Kopf. Ja, schon Challenge sein, Leute, man muss schon den Leuten auch beibringen, was das ist, ne? Jetzt ist mal wieder soweit, 19 Uhr, Hefte raus, achso. Hefte raus, jetzt wird mal ein bisschen gebildet hier. Warst du in der rechten Baracke schon? Nee, war ich noch nicht. Dann würde ich sagen, Bro, gehe ich in die rechte, wenn du da schon die linke machst. Sehr schön, wie du hier diesen Satz länger gezogen hast, um natürlich ein bisschen Sekunden zu sparen. Hast du heute wieder einen lustigen Tag, oder was? Ja, ich find's lustig, ja. Immer wenn wir so ein bisschen im Stress sind, lachen wir viel, Leute. Ich finde dich unerträglich. Alter, liegt dir viel Stuff, Mann. Was für unerträglich, warum? Stacy, 19 Uhr, wir sind ja eine Familie, Mann. Oh Gott. Alter, hör mir auf mit sowas. Ja. Ich krieg mich nicht bei, Alter. Du kommst nicht mehr klar heute, oder? Ist wieder vorbei bei mir. Ist das wieder deine 5 Minuten heute? Die 5 Minuten jetzt. Ey, hier liegen nur Helme rum. Ein Helm. Wieso kommt der Zombie hier hoch? Ach, das bist du. Ey, das ist cool auch schon mit Kleidung und so, ne? Ja. Oh, gefällt mir. Das finde ich schön, dass es dir gefällt. Wenn es euch auch gefällt, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Ja. Gag. Oh, ich hab noch Gags vorbereitet für euch, Leute. Noch, warte, ich für mal gucken, euch. Hab ich die Liste noch offen? Für euch nur. Nur für euch. Ne, wir machen es natürlich auch für uns, dass wir ein bisschen was zu lachen haben hier. Ach, stimmt natürlich. Oh, hier natürlich von Reto Lux Musik, Bro. Was haben MC Hammer und Luzi gemeinsam? Weiß ich nicht. Beide sind One-Hit-Wonder. Yo. Nice. Ist natürlich das hier ein bisschen. Natürlich, seit der 105. Oh, sorry. Sind natürlich hier. Ist ein Daisy 19 Uhr interner Gag, denn Luzi ist natürlich immer One-Hit hier. Es sei denn, er wird von mir geschlagen. Ach so. Dann bin ich unbesiegbar. Kannst du nicht bestehen bleiben irgendwie? Ey, chill doch mal. Was? Nee, den hatte ich noch gut, Alter. Von Cher. Was ist? Alter, ich hätte einfach noch wenige Grüße raus, sorry. Komm, lass hin. An Retro-Lux-Musik, glaube ich. Achso, lass ihn. Ja, genau. Retro-Lux-Musik. Grüße gehen raus natürlich hier im späten Dezember. Grüße gehen auch raus an Lord Tinky Winky, würde ich sagen. Da kommt der Schuss durch die Tür, Bro. Kleiner Cut hier an der Stelle. Bro, Leute, nice, Bro, da bisse, perfekt hier. Achso, sorry, Mann, was? Yo. Oh shit, sorry, es hat geleckt. Oh shit, oh, die Lags, Mann, oh Gott, ey, Alter. Ganz ehrlich? Achso, ja, was? Achso. Yo, ja, wir haben es zusammengefunden, Leute. Also. Und ich wurde auch weggeholt dort tatsächlich mit einem One-Click aus einer G36 tatsächlich. Luzi natürlich hier das One-Hit-Wonder mal wieder am Start. Achso. Konnte ich gar nicht aufnehmen, so schnell ging das, ne? Bin rausgerannt, Blackscreen Instant, One-Shot. Full Life, aber hey. Ich meine, ja klar. Ja, komm, lass in die Stadt, oder? Ja, auf jeden Fall. Nochmal Cherno abchecken. Und ich würde sagen, Bro, du vollendest jetzt natürlich, was du eben angefangen hast, nämlich indem du einen Gag wolltest du doch noch, oder? Auf jeden Fall. Ich habe nämlich einen. Und zwar weiter. Oh shit, shit. Sorry, das laggt ein. Achso. Weiter so und Grüße auf jeden Fall mal, Grüße zurück. Hashtag Gag, welcher Film geht nicht zu Ende? Natürlich, zwei Zombies kämpfen um ihr Leben. Oh nein. Auch ein bisschen Daisy bezogen, würde ich sagen. Ein bisschen Daisy bezogen, Grüße natürlich. Grüße gehen raus an dich, mein Robocool. Vielen, vielen Dank für deinen Gag, Alter. Auf jeden Fall. Geht's hier? Schreib mal in den Chat. Achso, wahrscheinlich Chat. Wahrscheinlich Chat. Oder auch hier in die Kommentarsektion natürlich auf YouTube. Vielen, vielen Dank für den Gag, Leute. Wie gesagt, ballert ein paar weitere rein. Wir sind bereit. Liste ist bald 1000 Zeilen lang. Ja, wir brauchen nur ein paar freshe Gags für 2020. Wir müssen natürlich vorsorgen für das Jahr sozusagen. Und dann sind wir natürlich hier angewiesen auf euch. Beziehungsweise... Natürlich 2020. Ich kann nicht first person. Achso. Okay. Was? Ist die Content-Offensive natürlich, achso. Natürlich die Content-Offensive 2020, es geht genauso weiter wie 2019.
Aber einfach noch geiler. Natürlich. Ich würde sagen, 3. Januar, letzte Folge. Ach so. Ach so. Nee, du leckst bei mir richtig geil, echt? Bro. Ich weiß nicht, was du angestellt hast mit deinem Internet. Aber, oh, das ist serverabhängig. No nice, message, das darf natürlich nicht fehlen, Digga, ne? Das darf natürlich nicht fehlen hier bei DC, 19 Uhr. Connection, ja. Ja, was machen wir, Bro? Leute, ich glaube, heute wird es denn dementsprechend nichts mehr, oder was? Nee, Position 42. 888, also. Ja, also die Leute joinen jetzt alle auf den Server, aber so wie es aussieht, kommen nur alle 10 Sekunden einer drauf oder so. Da kann man sich natürlich ausrechnen, wie lange das dauert, wenn man 40. ist. Und in dem Sinne, Bro, würde ich sagen. Ja, unsere Zeit reicht leider heute nicht mehr, weil es ist halt Weihnachtszeit, Leute, und da hat man viel zu tun. Und in dem Sinne, Bro, in dem Sinne würde ich sagen, machen wir einen Cut und bis Sonntag. Perfekt. Leute,